Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. Ich bin Shidium81 und mit dabei ist wieder die Hani. Ja, hallöchen. Außerdem haben wir mit dabei als Regie und Moderator unseren Winnie. Seid gegrüßt und habt Spaß. Wir werden mal sehen, was wir heute machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ich glaube, als erstes werde ich ein wenig essen. Ja, geh mal bitte vor, sonst falle ich wieder ins Wasser. Das war witzig gestern. Ja, wenigstens warst du da sauber, nicht? Also. Ja, naja, sicher, ne? Man schwitzt ja hier auch ganz schön, ne, mit den ganzen... Ja, oh, ne, guck mal, ist die ja Bäume auch, sind wieder gut da. ist Wir ja können auch wieder Bäume fällen. anstrengend. Wir haben aber auch schon ein bisschen gut gebaut, auch wenn ein paar Lücken sind. Ja, da War, oben müssen noch, ne, die ein paar Wände noch, da nochmal ein kleines Dach. ja, war auch ein Wenn mir bisschen das beabsichtigt. einregnet. Ne, war auch ein bisschen beabsichtigt, dass wir da die Lücken lassen. Ich hoffe natürlich heute, dass wir nicht so oft gestört werden von den ganzen. Ach ja, und wir wollten ja unseren Wall hier fertig machen, nicht wahr? Genau, damit wir Damit hier ein wir ein bisschen. kleines bisschen ungestörter sind, wenn wir hier drinne. Wir kommen trotzdem an den Zaun. Also wir werden trotzdem Spaß haben mit denen. Das hält sie nicht davon ab, gegen unseren Zaun zu schlagen. Okay, kann der. Ach so, nee, der Der kann ja geht nicht nicht. kaputt. Nein. Weil dann wären wir nur, denn, weil dann bist du nur damit zugange, das zu reparieren. Es gibt also du kannst einen Hammer bauen hier, einen kleinen. Und Okay. dann hast du ja Baumharz, ne? Und damit kannst du das dann wieder reparieren. Aber wenn mehrere Galoppelheinze und Muschikläuse kommen, dann bist du ja nur noch am Achtung, Klöppeln. warum fällt? Jo, bei Du mir auch bist gleich. gerade in einer anderen Richtung unterwegs, das ist Ja, sehr ich bin gut. hier an der Ecke, genau. Ja, warte mal, der fällt genau in. Ja, das war klar, dass er sich dreht. Naja, was soll's. Wo ist er denn? Da. Also ich muss mal ehrlich sagen, die Rehe, die hören sich auch schon so an wie ein Pferd, was hier so durchgaloppiert, Ja, ne? ne? Also ich Darum, denke ich immer, habe die. gestern gedacht, Galoppelheinz kommt da an, aber das war er ja gar nicht. Ja, genau. So ging mir das auch eben gerade wieder, ne? Das verwirrt mich so ein bisschen. Ja, das ist Mobbing. Mobbing von den Rehen ist das. So, nächster Baum fällt. Ja, wir klöppeln hier mal ein paar weg und dann können wir noch ein paar Fallen aufstellen für die. Ja, da habe ich schon letztes Mal was gesehen. Hast du sie wieder abgebaut oder? Ja, weil die standen ein bisschen ungünstig. Wir werden die mal woanders hinstellen. Nicht da in unserem Fluchtweg sozusagen, sonst rennen wir da noch rein. Das ist nicht so witzig, wenn wir da hängen. Das möchten wir, glaube ich, nicht. So. Wo sind sie denn jetzt hingefallen? So, Diese verkackten Büsche. nächster Baum fällt. Das ist ein Reh. Und da ist der Baumstamm. Na, Rehlein. Oh, hier mal noch einen rein, da mal noch einen. Haben wir noch einen? Oh ja, den können wir auch fällen hier. Der ist auch sehr schön. Gespannt. Machen wir den Wall heute noch fertig? Was denkst du? Ich denke mal, wir gehen jetzt immer weiter rum. Hier vorne sind wir ja fast fertig. Dann müssen wir bloß da oben, wo die Höhle ist, weil da kommen die auch gerne mal rüber, über diese Felsen. Oh, da kommt der große. Oh Oha, Gott, ja, oh, ich, weg, weg, ja. weg, 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 Ist das weg. Thrombosen-Jonas? Ja, das ist Jonas. Ah, ja, ich liege auf dem Rücken. Ah, Ich habe verdammt. seinen dicken Arsch gesehen. Das ist ja ekelhaft. Bist wieder aufgestanden. Okay. Ja, er hat mich nur kurz umgeworfen, der kleine Fettklops. Wo ist er denn jetzt? Der ist noch hinterm Zaun. Den wir schon gebaut haben, weißt Der kleine Fettklops, wo bist denn du?
Hey, habe ich jetzt die Feuerpfeile angelegt oder habe ich nicht? Ich sehe es nicht. Wo ist mein Speer? Warte mal, was ist das denn hier? Oh, noch ein Baumstamm, sehr schön. Ach hey, ich habe gar keine Feuerpfeile mehr und Pfeile sind auch ein bisschen wenig. Ja, dann holen wir welche, wenn Trombi weg ist. Ich glaube, das wäre ganz gut. Der läuft hier hinten noch im Wald so. Ich glaube, so viele habe ich nämlich auch nicht mehr. Also Pfeile habe ich noch 27 Stück, aber mir fehlt der Alkohol und das alles. Ich kann dir noch Alkohol geben, ich habe noch genügend Flaschen. Oh, der ist bei uns hier drinne. Oh, ja, ich sehe schon. Ja, ich schieß mal. Aber ich kann nicht mit Feuer schießen, schade. Nee, aber ich, warte. Oha. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Der ist draußen wieder. Oh, ganz knapp bei mir vorbei. Oh, warte mal. Ich kann dir aber, wie gesagt, noch... ey! Oh. Sag mal, Trombi. Warte mal, Marcel, Vorsicht. Ja, ich schieß mal ein bisschen mit normale Pfeile. Ja, das ist auch okay. Ih, wie der sich da mal hinmatscht. Oh, okay. Der ist schon tot. Der ist schon hinfällig. Na, dann sollten wir ihn ja. ein bisschen abernten. Der kleine Möppel. Oh, okay, ich habe alle Pfeile wieder. Jetzt liegt der hier mitten in der... Oh, also wirklich. Aber der ist doch nie so wirklich alleine, ne? Ah, ich weiß nicht. Ich traue dem Frieden auch nicht, lass mal. Vorsicht, ich fäll mal in Richtung unseres Zuhauses, wird wohl nicht besser. Ja, mach ruhig, ich muss hier hinten hingehen und meine Bäume noch einsammeln, weil die konnte ich ja nun nicht aufheben. Dank dem Thrombosen, Jonas. So. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, mehr Baumstämme sind hier nicht. Ach, der Thrombosen, Jonas, so, das ist doch schon. Heini. Stöcke kann ich auch wieder sammeln. Dann nehme ich einfach mal die Dinger hier bei uns drinnen weg. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Reh erschlagen. Du, ich glaube, erschlagen tust du die gar nicht. Du kannst sie höchstens ein bisschen verletzen, klappt. Aber komplett. Nein, das klappt. Echt? Ja, habe. Ach, das ist schon ganz oft passiert. Aber das mit dem Wagen hier, das nervt mich immer noch. Kommst du ja, nicht mehr dran? Ich sag dir, wir haben schon Schlimmeres gehabt mit dem Wagen. Wo ist denn eigentlich das andere Wiegelchen? Ach, hier das ist bei mir. Bei dir, ne? Der steht hier bei mir rum. Stickies kann ich nicht mehr so viele aufnehmen, dann nehme ich mal noch ein bisschen Stein. Na doch, ich muss noch ein paar sammeln. Die anderen Bäume sind hier zu klein, da kommen nur Stickies raus und das können wir ja nicht zum Bauen verwenden. Nee, aber manche Bäume, ich weiß nicht, ob die Eingeborenen darüber hüpfen können, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Wo ist denn der Baumstamm jetzt hingefallen? Da. Mal die Tür wieder zumachen hier, was soll denn das? So, Baumfeld. Ja, wenn die fertig gebaut hast, geht die automatisch auf, glaube ich, ne? Ja, ja, erstmal ja. Warte mal, wo ist denn der andere Baumstamm jetzt hin? Hier war da noch einer. Ich habe den noch gesehen. Oh, der Dreh geht ins Wasser. Naja, gut, bisschen Abkühlung ist vielleicht ganz gut. Naja, aber die laufen auch ab und zu mal ins Feuer, ne? Also. Ja, das kann vorkommen. Leichte Suizidtendenz. Hast du den?
Hast du den Baumstamm hier weggenommen oder ist der jetzt irgendwie? Ich weiß nicht, Ja, bei nie. dir da. Also einen Ah, Baum habe hier ich. im Wasser. Alles gut. Er war im Wasser. Das Wiegelchen ist da. Dann sollten wir auch da vielleicht ein paar Bäume fällen und dann mal rumlaufen mit dem Wiegelchen, wa? Ja, hier vorne ist ja auch noch genug zum Bauen. Was macht er denn hier schon wieder für eine komischen Anstalten? Da ist noch ein Baumstamm. Dann können sie nachher kommen, wie sie wollen. Was war das eben? Ich weiß es nicht. Ach, da hab ich tatsächlich ein Reh erwischt, das liegt hier. Geil. Sag ich doch. Mal gucken, Wenn es vielleicht. davor läuft, da kannst du ja auch nichts für. Das sind ja nun mal. Das passiert. Naja, auf jeden Fall Munition gespart. Ja, Auch nicht schlecht. das auch. Ich lege mal ein paar Baumstämme aus Wägelchen, weil da hinten, wo noch offen ist, bei unserem Eingang, da gibt es nicht mehr so viele Bäume und ich habe eigentlich auch Ja, keine ich Lust. weiß, ich habe schon gesehen. Ich habe auch Mach eigentlich ruhig. keine Lust, so weit zu laufen, weißt du? Oder zumindest so oft so weit zu laufen. Ne? Dafür sind die ja da, die Wagen. Manche Bäume, die sind einfach So, die nicht dick nächste. genug. Ja, es gibt auch schlanke Bäume, die machen bestimmt Diät. Schlanke Bäume machen Stickies, ne, wenn man die fällt. Also Ja, die ganz dünn, ja. Was hat das denn für ein Geräusch? Also manchmal hört sich das doch recht merkwürdig an im Hintergrund. so, dann nehme ich das Wegelchen mal mit. Oh, hier ist ja ein Büschlein. Mit Beeren. Ja, Ja, liebe liebe Regie, wir Regie, wir hören hören dich. dich. Okay, dann schieben wir das Wiegelchen mal weiter hier vorne hin. So, dann machen wir mal ein bisschen was essen. Nebenbei auch gleich das Fleisch aufhängen. Ich habe ja noch ein bisschen was wieder durch das ungewollte Tier, was ich Das Reh gekriegt war habe. alt. Vielleicht ist es einfach so gestorben. Ja, genau, Altersschwäche. Jetzt besser? Das war ein bisschen hoch, das Mikro. Danke, liebe Regie. Sehr schön. Da ist jetzt auch zu. Da ist noch ein Boom. Schöner. Okay, dann haben wir das schon. Dann werden wir noch ein paar Bäumchen besorgen. Ah, hier ist auch noch ein Baumstamm rum. Ja, hier liegen sowieso noch ein paar, weil ich ein bisschen mehr gefällt hatte.
kommen sowieso alle wieder. Oh, ich glaube, wir haben Besuch. Ja. Wer ist denn, wer sind da Eingeborene oder was? Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die rennen ganz schön schnell. Oha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, viele. Ach Mensch. Da sind auch ein paar. Also es waren 4 oder mehr, die ich da gesehen habe. Hier vorne ist schon fast zu. Ja, ich sehe schon. Und die sind weiter rechts da an den Bäumen gewesen. Ja, ich sehe schon einen hier. Ja, der lacht schon wieder. Der freut sich. Ja, komm her, ich hab was. Okay, ich glaube, wir sollten mal ein bisschen zusammenstehen hier. Guck mal. Die waren hier drüben, wo noch offen ist. 2 Stück. Ja, die rennen jetzt hier mal an der Mauer lang. Und ich suche die gerade. Da ist schon der erste. Ah. Ja, mit seinen leuchtenden Händen wieder. Komm mal her, Seppel. Hey. Guck mal, da unten läuft auch einer. So, komm mal gleich her. Oh, da kommt der nächste hinter dir. Ja, ich muss erstmal Seppel aufheben, warte mal. Oh, da unten rennen auch noch 2. Warte. So, wie schön. Feurio. Ja, versuchen wir mal. Und zack. Oh, Idiot. Aber er fackelt trotzdem. Er ist er in den Fall gerannt oder was? Nee, ich habe den Boden irgendwie getroffen und der hat trotzdem... Ja, da ist er da reingerannt in den Fall. Komm, muss weg, da sind zu viele. Oh, Mann. Also das bisschen, was der hier hüpft, ne? Ja, ja. Ich meine, so sportlich bin ich auch nicht, aber ich hüpfe höher. Glaube ich. Er lacht noch, weißt du, ist der doof. Ja, vielleicht war ihm kalt, ne? Also manchmal kann man die wirklich so ein bisschen bedrängen und dann klappt das ganz gut. Ja, ich schmeiß ihn mal aufs Feuer, so. Ja, hast die Knochen schon weggenommen, ja, ne? Ja, ja, ich habe die sicherheitshalber gleich eingesammelt. Sehr schön. Also diese Hautfetzen am Kopf, also weiß ich nicht, was der für ein Fetisch hat hier. Komm mal mit, Marcel, ich zeig dir mal, wo der Knochenkorb ist. Ich meine, hier draußen können wir auch noch einen hinmachen, das wäre vielleicht ganz ratsam da beim Lagerfeuer direkt. Aber hier kannst du dir, ich glaube 15 Knochen kann man sich rausnehmen. Und dann kannst du dir noch ein paar Rüstungen machen. Guck mal, der Korb ist nämlich schon fast voll hier, der erste. Na, ich würde gerne ein bisschen aufsparen wollen. Also 2 Rüstungen habe ich jetzt. Du, wir werden nachher so viel Knochen haben, da kannst du dir gar nicht vorstellen, da reichen die Körbe gar nicht, die ich gemacht habe. Wird das reinste Metzelfest noch werden hier. So, 3 Rüstungen habe ich schon wieder. Warte, ich nehme mal noch. Noch einen nehme ich mal noch raus. Ja, wie gesagt, bedien dich. Also. Ich gehe schon mal ans Bett gucken, was das Ding sagt hier.
Ja, das dauert noch. Ja, das habe ich mir gedacht, auch wenn es schon langsam ein bisschen duster wird, aber naja. Stein gesammelt, dann lege ich mal hier wieder ein paar Steine hin. So. Dann haben wir da schon ein paar Steine. Das ist immer gut, wenn wir ein paar Steine da haben. Ich glaube, den müsste ich hier auch wegnehmen. Nachher den Baum. Mal gucken. Und da kommt dann was anderes. Halt. Ich brauche noch ein paar Stickies. Bisschen Licht machen hier, man sieht ja gar nichts. Ah, hier. Schön. Hatte ich nicht im Baum gefällt? Nee, ich hatte angefangen, glaube ich, ne? Ja, und dann hast du mir mal gesagt, dass da Besuch kommt und dann bist du Ja, weggelaufen. also inzwischen habe ich ja nur auch mitgekriegt, dass das ein bisschen. Ja, also die sind nicht, die sind mit Vorsicht zu genießen. Also wenn wir nachher die Mauer komplett zu haben, dann kannst du ja durch die Dings durchstechen, ne? Dann ist das nicht ganz so dramatisch. Ich meine, klar kriegst du auch Damage ab und zu, aber nicht mehr so schlimm, als wenn du direkt vor denen stehst. Also durch die Mauer kann man hier durchstechen, durch die Wände? Oder wie ist das? Klar. Mit dem Speer kannst du das machen. Mit den Pfeilen funktioniert nicht, aber wir werden noch einen Turm machen, mehrere, die mit Brücken verbunden sind. Und dann kann man oben lang laufen und dann kann man die von oben bearbeiten. Da ist der angefangene Baum, jawohl. Ich lausche gerade, ob da jemand angeloppelt kommt, aber bis jetzt noch nicht. Also ich lausche auch sehr gespannt, weil jetzt kommen die ja, die kommen nicht mehr so oft alleine oder nur zu zweit oder zu dritt, sondern sind auch schon öfter ein bisschen mehr, ne? Naja. Oh nein! Bambi, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Oh Gott, das war, ist ja grauenhaft. Was denn? Ich habe Bambi erschlagen mit dem Baum. Oh nein. War ja vielleicht doch ganz human, weil ich glaube, so ein Treffer vom Baum und dann Schicht, ne? Naja, aber was rennen die da auch rum? Wegelchen. Ich glaube, den kriegen wir voll. Neues Tier entdeckt, weil ich es nur schon mehr gesehen habe. Manchmal ist das echt fragwürdig. Na, nu, ist das auch hier? Wie steckt denn der hier drinne? Wer? Der Baum? Ja. Manchmal stecken die auch so merkwürdig im Boden, ne? Ja. Hm. Echt seltsam. Alle anderen liegen flach auf dem Boden, nur der eine. Der wollte nicht. Ach Gott, jetzt muss ich den auch noch. Haben wir noch Platz für Fleisch? Ja, hier hinten. Ja, wir haben auf jeden Fall Platz für Fleisch, denke ich. Naja, ich muss ja nur den Dreh aufhängen, ne? Ich meine, wenn das schon liegt, dann kann man auch mitnehmen. Oh ja. Und kommt ja auch eine Menge bei raus. Also ich bin echt am Überlegen, ob wir vielleicht wirklich nur das Reh nehmen, ne? Wenn wir Naja, da. wir brauchen aber auch noch Hasenfelle, wenn wir dann die Winterkleidung uns da machen wollen oder diesen Wärmeanzug. Okay, das können wir ja dann immer noch, oder? Oh, Ja. hier läuft was und knurrt. Uäh. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir gucken wollen, dass wir schlafen oder ob wir durchmachen wollen. Also mir ist es wurscht.
was unser Bettchen hier sagt. Hani? Ja? Möchtest du mitspielen? Ja, ich komm. Also, Marcel, ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir können die Nacht durchmachen. Ich komm auch spielen. Wo sind sie denn? Ah, hallo, Seppel. Da, da ist schon der erste, ja. Seppel? Du brauchst dich gar nicht hier so abrollen, du Vogel. Boah. Bist aber auch ein dämlichen Hund. Fall jetzt nicht ins Sage mal. Seppel. Oh, Seppel ist tot. Seppel. Ich hab ihn. Das Feuer brennt noch, ne, jo. Oh. Ich muss was trinken. Ich glaube, mein Beutel ist leer, oder was? Ja, den kannst du doch auffüllen. Die Schildkröten-Dings müssten doch voll sein. So. Ich habe hier auf meinem Gamepad... Da fällt immer dieser Bubbel ab. So, ich habe erstmal was getrunken, mein Beutel vollgemacht da. Das mache ich später. Muss ich jetzt ohne... Steine wegpacken. Und weißt du, was das Geile dran war? Der Wagen steht hier vorne, noch relativ voll beladen mit Holz. Und dann habe ich von hinten was gehört. So, dann werde ich mal wieder ein paar Schädel verarbeiten. So, warte mal, hier ist ja auch noch eine Tür, ne? Ja, hier ist auch eine Tür. So. Wunderbar. Ne? So, und sieht man jetzt von außen die Tür irgendwie? Was? Sieht man von außen die Tür irgendwie? Doch, da ist schon... Ich mach da noch Lampen hin, damit wir wissen, wo die Eingänge sind. Oder da kommen noch ein paar Köpfe ran. Ja, irgendwie so was, ne, als Markierung. Ja, das wird ganz toll werden. So, hier mache ich mal auch gleich eine Lampe hin. So, siehst du? Wunderbar. Ja, ist halt auch ein bisschen heller hier auf dem Grundstück. Guck mal, Marcel, das sieht doch schon gut aus mit dem Licht hier, siehst du? Ah, die erkennt man an diesen Boden. Okay. Ja, daran erkennst du die auch, aber wir können die auch gerne markieren. Also wir können da noch ein paar Köpfe ranklöppeln. Also das ist überhaupt kein Problem. Da kriegen wir doch alles hin. Was ist denn hier mit ihm? Du isst das doch auch. Manchmal stellt er sich aber auch an, so. Also, wenn der die Beeren hier isst, ne, dann hört sich ja so, wenn er einen Apfel frisst. Echt? Naja, hast du schon mal mitgekriegt, wenn er da am Büschlein steht und das isst? Ehrlich gesagt, habe ich da gar nichts aufgepasst. Ja, das solltest du mal tun. Geh mal an so ein Büschlein und ess mal was. Da wirst du nicht, das hört sich an, als ob er da... Ich weiß nicht, was der da ist. Also, die sind sehr knackig. So, wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Ich brauche Licht. Ich sehe nichts.